liebe Wettfreunde, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Sportwetten Lifestyle, wie immer in Kooperation mit Wettscheine.net, die Seite, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. An diesem Wochenende soll es um den 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga gehen. Unter der Woche haben wir uns ja mit der zweiten Bundesliga beschäftigt. Höchst erfolgreich, was die Wettstatistik zeigt, der 19. Spieltag. Dort haben wir 20 von 27 Tipps getroffen bei einer Trefferquote von 74%. Und ihr wisst ja, alles was über 60% Trefferquote ist, dort dann befindet man sich in der Gewinnzone. Ab 74 wird dann die Gewinnzone richtig gut und dort befinden wir uns, so wie wir uns das immer erhoffen und vorstellen. Deswegen auch Glückwunsch an euch, wenn ihr unsere Tipps nachgespielt habt, wie immer kostenlos hier auf unserem YouTube-Kanal. Starten wir direkt mit allen Spielen. Diesmal analysiere ich alle Spiele der Fußball-Bundesliga. Dementsprechend gibt es viele Tipps. Tut mir einen Gefallen, liked dieses Video und ladet auch eure Freunde dazu ein, denn jeder soll davon profitieren, dass es hier von Profis kostenlos analysierte Tipps gibt. Ich kenne keine Internetplattform, wo es das so gibt. Deswegen unterstützt uns, damit wir auch weiterhin diese Videos in dieser Qualität so produzieren können. Jetzt geht's aber los mit dem Freitagabendspiel. Heute Abend Hertha gegen Schalke. Tendenztipp ist hier wirklich schwierig, wovon ich aber ausgehe, dass wir hier ein taktisch geprägtes Spiel vorgelegt bekommen von beiden Teams. Es werden wenig Tore fallen. Hertha spielt ja extrem defensiv unter Klinsmann. Es hat auch letzte Woche schon ganz gut mit der Torwette geklappt, deswegen hier weniger als 3,5, weniger als 4,5 Tore als Sicherheitsvariante. Und da ich mich hier nicht auf eine Tendenz festlegen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es am Ende unentschieden ausgeht. Deswegen auch hier als Risikotipp, als Risikovorschlag eine Unentschieden-Wette. Da werden wir wieder 3 von haben an diesem Spieltag. Sobald eine trifft, ist schon Gewinn garantiert, weil die Quoten eben über 3, sind. Und wenn ihr auf jede Unentschieden-Wette den gleichen Einsatz platziert, macht ihr zweifelsohne dann Gewinn, sobald schon eine Wette kommt. Samstagsspiele, Augsburg gegen Bremen. Schönes Abstiegsspiel. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass wir ein Unentschieden sehen werden. Wenn ich eine Tendenz ausmachen müsste, dann eher für Augsburg, obwohl die auch in den letzten Spielen nicht wirklich in Form sind. Aber ich glaube, dass Bremen noch viel weniger in Form ist. Und deswegen kann man hier als Sicherheitsvariante die doppelte Chance 1x zu einer Quote von 1,3 nehmen. Augsburger Heimspiele sind meistens torreich und da beide auch nach vorne spielen müssen, denn nur 3 Punkte zählen für beide Teams, gehe ich auch hier davon aus, dass wir mehr als 1,5 Tore als Sicherheitsvariante und mindestens mehr als 2,5 Tore sehen. Da kriegt man dann schon eine ordentliche Quote von 1,57, wie auch hier, wie auch beim Spiel der Risikovorschlag, dass man hier auf das Unentschieden setzt. Dortmund gegen Union Berlin. Ich glaube, Dortmunds Heimstärke ist zurzeit enorm, auch durch Haaland. Union, wenn sie für spektakuläre Ergebnisse sorgen, dann ja meistens zu Hause. Ich glaube, dass sie kämpfen werden, wie eh und je, aber in Dortmund dann doch verlieren. Und das bestimmt auch mit 2 Toren Unterschied. Deswegen der Handicap 0-1-Tipp dann für den BVB. Also BVB muss mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnen. Also ein 2-0, ein 3-1 würde dann reichen. Dortmunder Heimspiele sind immer sehr, sehr torreich. Deswegen gehe ich hier auch auf die Torwette. Der Risikotipp hier mehr als 3,5 Tore, mehr als 2,5, mehr als 1,5 werden es aber auf jeden Fall werden. Und für eine schöne Kombi den Rhein-Dortmund-Sieg zu einer Quote von 1,22. Düsseldorf gegen Frankfurt. Düsseldorf mit neuem Trainer. Wie spielt man dann? Man baut erstmal darauf, dass die Defensive steht. Deswegen denke ich, auch mit dem vom Umschaltspiel geprägten Frankfurter Stil werden wir hier nicht allzu viele Tore sehen. Deswegen weniger als 4,5 oder dann ein bisschen riskanter, weniger als 3,5 Tore. Und wenn ich hier eine Tendenz ausmachen würde, würde ich auf die wiedererstarkten Frankfurter setzen. Denn Düsseldorf muss ich auch unter neuem Trainer erst finden. Und ich denke, der Abgang von Funkel hat da sicherlich einiges durcheinander gewirbelt. Ein Trainer, der auch, denke ich, bei Spielern und Fans sehr beliebt war. Hoffenheim gegen Leverkusen. Früher hätte das für ein Schützenfest gestanden. In dieser Saison, ihr wisst ja, ich halte nicht viel von den Hoffenheimern. In Bremen haben sie 2 gewonnen, aber das war auch mehr glücklich, das erste Tor, was auf die Hoffenheimer Seite dann gelang. Ich gehe hier trotzdem davon aus, dass wir mehr als 1,5, auch mehr als 2,5 Tore sehen, sehe aber die Tendenz eher Richtung Leverkusen.
um das dann etwas abzusichern, die doppelte Chance mit x2 zu einer Quote von 1,3 auf Leverkusen. Bayern in Mainz wird, denke ich, eine klare Angelegenheit. Hier kann man mal den Tipp riskieren, dass nur München trifft, Mainz also ohne Torerfolg bleibt. Bayern präsentiert sich wahnsinnig stark und kompakt aktuell, deswegen kann man diesen Tipp riskieren. Ich gehe davon aus, dass Bayern auch hier wie Dortmund gegen Union mit einigen Toren Unterschied gewinnt, mindestens zwei, deswegen der Handicap-Sieg. Und was ich hier auch immer noch gut quotiert sehe, ist der reine Bayern-Sieg zu einer Quote von 1,2. Wenn man den zum Beispiel mit dem Rhein-Dortmund-Sieg kombiniert, hat man schon fast eine 1,5. Also eine super Quote, die man dann auch so anspielen könnte. Leipzig gegen Gladbach. Leipzig hat mich letzte Woche total enttäuscht. Ich glaube aber, dass sie sich rehabilitieren werden, vor allen Dingen zu Hause. Deswegen kann man hier auf einen Leipzig-Sieg setzen. Etwas riskanter der Leipzig-Sieg zu mehr als 2,5 Toren, aber immer noch wahrscheinlich, weil mindestens 3 Tore fallen ja schon in einem Leipzig-Heimspiel fast generell, gerne auch 4. Und ich sehe das im Rahmen des Möglichen, dass das so eintreten wird. Mehr als 2,5 Tore, mehr als 1,5 Tore dann als Sicherheitsvariante und die doppelte Chance auch als absolute Sicherheitsvariante, um eine Kombi nochmal schön aufzuhübschen. Bei dem Spiel, Sonntagsspiel Köln gegen Freiburg, da bin ich mir, was Tendenz angeht, überhaupt nicht sicher. Freiburg ist eine Wundertüte zurzeit, verlieren zu Hause gegen Paderborn, gewinnen in Mainz, also da geht es hin und her. Und auch bei Köln wirkt das alles nicht gefestigt. Ja, der letzte Heimsieg gegen Wolfsburg war hart erkämpft, da hätte es auch schon nach ein paar Minuten 0-2 stehen können. Deswegen von der Tendenz nehme ich hier Abstand. Hier nochmal die Empfehlung auf den Unentschieden-Tipp zu kleinen Einheiten anspielen. Und ich denke aber, dass wir hier mehr als 1,5 Tore sehen. Ansonsten würde ich die Finger von diesem Spiel lassen. Paderborn gegen Wolfsburg. Also ich gönne Paderborn auf jeden Fall den Klassenerhalt. Glaube aber, trotz des 2-0 Auswärtserfolgs in Freiburg wird das schwer werden. Wolfsburg ja auch mit einem totalen Negativlauf. Aber ich glaube, dass sie in Paderborn nicht verlieren werden. Deswegen die doppelte Chance x2. Und Paderborn gegen Wolfsburg spricht für ein torreiches Spiel, in dem auf jeden Fall auch beide Teams treffen können. Zu einer Quote von 1,61 ist man, denke ich, ganz gut dabei. Ansonsten nimmt man die Safety-Variante mehr als 1,5 Tore. Wir sind durch. Quoten kommen wie immer vom Bet365. Ich wünsche euch viel Spaß an diesem Wochenende. Sucht euch was Schönes aus aus unseren Tippvorschlägen. Liked die Seite und erzählt euren Freunden, dass es auch kostenlose professionelle Tipps hier auf unserem Kanal gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Schönes Wochenende euch!